Junkfoodtaster.com. Jetzt gibt es zum Nordsee die Mixbox Normal. Ach, komm raus. Ja, hier das fette Nordsee-Branding hier auf alle Fälle. Fast noch fetter als McDonald's oder so. Genau, Rückseite. Gibt es nichts Spannendes an der Seite? Gibt es noch verschiedene Sprachen? Ach, guten Appetit auf verschiedenen Sprachen. Smack ganz noch. Okay, also ich glaube, ja. Ja, irgendwie diese Dinger hier, die Remoulade halten sollten, ordentlich kaputt gegangen. Ja, das sind einfach nur frittierte Kartoffeln, nicht wahr? Schmeckt alle gut. Diese Remoulade schmeckt wirklich gut. Das passiert halt, wenn man es nicht sofort isst, sondern erst nach Hause fährt. Dann weicht das hier total ein. Das Remouladenbecherchen. Zerschneid auch mal eine Kartoffel. Ah, das stimmt nicht, was ich sage. Hier ist auch noch Backfisch drin. Zerschneide ich mal den Backfisch. Okay. Mehr jetzt ein Zerreißen. Ich muss sagen, diese Hülle hier, die Ummantelung, ist schon ziemlich massiv. Gut, tünche ich auch mal einen Backfisch in die Remoulade. Die Remouladenbecherchen kann man natürlich auch mitessen. Ah, oh, das ist fett. Da ist sogar noch anderes Zeug drin. Panierte Garnelen oder so. Mal gucken. Ja, das wird interessant. Das muss ich natürlich ganz genau untersuchen, was das ist. Ja, all this cut stuff. Ja, die Teigmantel sind ja massiv und hier jetzt das bisschen Fleisch. Von der Garnele. Mal gucken, wie der Kopf aussieht. Kopf ist abgehackt. Genau, esse ich es mal. Ja, fett. Einfach nur fett. Wobei, kann man hier noch von der Garnele sprechen? Also die Franzosen würden einen bestimmt für verrückt erklären. Ja, das stimmt. Das ist so richtig, wenn man Hunger auf Fettiges hat, dann sollte man sich das Zeug besorgen hier. Das ist jetzt best so. Fisch und Chips eigentlich, könnte man dazu sagen. Ja. Was ist das, Win? Jetzt habe ich noch gar nicht die Kartoffel aufgeschnitten, ne? Ja, innen drin halt Kartoffeln. Gut, ja. Ja, würde ich das kaufen. Geht ihr zur Nordsee? Schmeckt euch das, was die dort anbieten? Ist auf Englisch. So, this was now from the German fast food chain Nordsee again. Nordsee is specialized in seafood or fish. And we've got something called the mix box. And I forgot this to say this in German. The mix box costs 4 euro 50 cents. This was the fork. And basically what we got here is three different types of singens. we got potatoes, then fish. Where's some fish again? I think I used all the fish already. And yeah, shrimp stuff. And as you could see, it's heavily coated. Yeah. Somewhere inside this massive coating is some shrimp, all right. I think the French would say that's crazy. Ja. Mal super junk food. Yeah, and if you wonder what that is, that's like buckets for the
or cups for the sauce. And normally they are not the consistency they're in right now. It's like softened up because I had to drive home and it doesn't last that long. Also the second one is also gone. Yeah, here's some fish, also heavily coated. Yeah, it's more the coating than the fish actually. Yeah. And then you dip it and then you eat it. And you can eat this as well here. The bucket, so to speak. Yep. Now, go for this if you want to have something super fatty. Yeah, it's very intense, yeah. It's pure junk food, it's a win. Yeah, I really appreciate it. So, let me know whether you would eat the mixed box. Otherwise, that's it. Thanks for watching.